zum Pferd zu fahren. Es ist Zeit für einen Stallvlog. Das Wetter ist ja zurzeit mega. Es ist zurzeit sehr nass und ich habe immer wieder das Glück, im Regen zu reiten. Aber ich erzähle jetzt gar nicht lange rum, sondern ich fahre jetzt gleich los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Ich bin jetzt im Stall angekommen und jetzt mache ich mein Pferd erstmal fertig, weil heute habe ich Reitunterricht und wir wollen auf die Ovalbahn und ich bin zwar gut in der Zeit, trotzdem muss ich jetzt sehen, dass ich fertig werde. And I'm tired of fighting. And I know you've been stressed out too. And a little getaway could be so nice. Nice. I got a map, let's go. This gas money can take us somewhere. Girl, anywhere is cool with me. And we can drive all night. I'll bring the beach, you bring the wine. So. Und ich bin von euch auch noch oft gefragt worden, ob ich im Winter auch reite. Und ich habe jetzt einen Winterbeschlag. Und hier seht ihr, ich habe keine Stollen, sondern ich habe das mit Stiften machen lassen und habe innen drin noch so ein Inlay aus Gummi, falls wir viel Schnee bekommen. Jetzt gehen wir wieder runter und zack, das nochmal hin. Und so sieht es dann aus und da kann ich auch wunderbar mit bei Glätte reiten. Sieht überall gleich aus, ist klar. Und wenn wir Schnee bekommen und Glätte, ist das gar kein Thema. Kann ich nämlich damit ganz beruhigt weiterreiten. Und ja, Winterbeschlag habe ich dieses Jahr auf jeden Fall. So, wir sind jetzt auf der Ovalbahn angekommen und das Wetter ist noch relativ stürmisch, aber meine Wetter-App hat mir gesagt, das Wetter wird besser. Also hoffen wir, dass wir jetzt noch die stürmische Zeit gut rumbekommen. Und hier ist trotzdem heute eine Menge los. Es sind einige Leute, die hier Vielseitigkeit reiten und ich bin heute auf der Ovalbahn, weil besser ist das. Und wir werden einfach mal sehen, wie das hier wird, ob sie sich ablenken lässt oder nicht. Sehr gerne. Hier hat man so ein bisschen mehr Platz auf dem Dressurviereck und hier kann man dann mal so ein paar Sachen üben. Heute denke ich, werden wir wieder ein bisschen Trabarbeit machen, aber mal gucken, was sie anbietet. Und in erster Linie geht es mir heute gar nicht so um die Gänge, sondern ich möchte mit ihr auch üben, an verschiedenen Orten zu reiten. Das ist für sie immer noch sehr aufregend. Und gerade in den höheren Gangarten möchte ich heute so ein bisschen die Ruhe und Gelassenheit üben, weil da ist sie ja, wie ihr vielleicht wisst, manchmal so ein bisschen stürmischer unterwegs. Und deswegen möchte ich heute einfach üben, auch wenn es in die höheren Gangarten geht, kann man ganz ruhig und gelassen bleiben. Ja, meine Reitlehrerin ist heute mit dabei und wird mich unterstützen. Und der Rest, denke ich, kommt beim Reiten. Ja, da kommt wer. Lass sie kommen. So, ich trab sie jetzt mal an. Wir haben letztes Mal Töltarbeit gemacht. Oh,
Ausgrabung reicht, wenn du ein ganz kleines bisschen mehr in den inneren Hügel. Mhm. Also wenn du den Zeh ein bisschen doller runterdrückst, das reicht schon bei ihr, das ist ja ganz fein auch. Mhm. Zum Beispiel jetzt könntest du ein kleines bisschen mehr nach rechts, dann sitzt du nämlich jetzt sehr. Genau, das reicht schon. Okay. Jetzt sitzt du mittiger. Noch mal weiter, bis der Trab noch mal da ist. Matschtölt. Ja. Ja. Guck mal, was war die linke Hand an? Da ist ja auf die ganze Ecke beweglich, ne? Ja. Nee, okay. Wenn du merkst, dass sie im Feld halt zu schnell wird, verliere sie durch und starte neu. Also wie sie sich irgendwie festmacht oder so. Ne? Dann ich versuche auch mal von hinten das rauszutreiben. Ja, genau, ja. Weiter? Ja. Dann gehe ich noch eine Runde mit langen Zügeln, ne? Genau, und dann gehen wir zurück. Haut mir dann manchmal ab und das ist auch oft der Grund, warum ich sie manchmal auch eher, also manchmal auch mit aufgenommenen Zügeln lieber reite, ja, weil manchmal ist sie auch echt blöd. I'm trying not to care, but it's all I have to show. This desire going for now. Wir sind jetzt wieder am Stall angekommen und es ist jetzt wieder total windig. Das Wetter ist total komisch gerade. Und ich habe jetzt einfach noch eine Abschwitzdecke drauf gemacht und dann werde ich ihr gleich noch was zu fressen machen. Und dann heißt es, Pferd so ein bisschen säubern und fertig machen. Und dann denke ich, bin ich auch bald hier durch. Und für die Pflege meines Sattels habe ich mir jetzt mal zwei Produkte gekauft. Ich möchte es mal ausprobieren, weil ich den Sattel einfach näher reinigen muss, wenn ich durch den Matsch reite. Eine Spritze an allen Seiten hoch. Dann habe ich jetzt einmal so ein Leder-Cleaner. Das ist einfach so ein Saubermachprodukt, was das Leder auch nicht pflegt, sondern einfach nur sauber macht. Ich schaue mal, wie das ist, weil das hier gefällt mir schon mal weniger. Aber mal gucken. Und hier ist noch so ein Leder-Conditioner. Der soll das Leder nochmal im Nachhinein pflegen. Ich bin gespannt, ob das für mich so auf die Schnelle funktioniert, weil ich brauche was, was den Sattel gut sauber macht und auch ein bisschen pflegt, weil ich den jetzt doch echt oft auch abwischen muss bei dem Matsch und dem komischen Wetter, was wir zurzeit haben. Und normalerweise mache ich das so, dass ich den Sattel zweimal im Jahr ordentlich mit Sattelseife reinige und dann einmal einfette. Ich habe auch schon mit mehreren Sattlern gesprochen, die meinten, das ist super für den Sattel. Aber gerade so an den Lederstriemen, wenn ich durch den Matsch reite, was zurzeit nur der Fall ist, dann brauche ich was, was das Leder einfach gut reinigt erstmal. Und da habe ich schon so ein paar Sachen ausprobiert, aber es hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Es muss ja auch irgendwie zwischendurch gepflegt werden. Und jetzt gucke ich mal,
mal, wie das so ist. Aber ich möchte ja auf Dauer eine natürliche Lösung irgendwie haben. Und jetzt probiere ich die Produkte mal aus. Ich finde es auch gerade, wenn es schnell gehen muss. Und die Reinigung des Sattels finde ich eigentlich immer total easy letztendlich. Mit Sattelseife und ein bisschen Pflege hinterher. Aber wenn man wenig Zeit hat, kommt es oft zu kurz. Und ich lege manchmal den Sattel rauf. Und denke mir gerade an den Stripsen da unten, denke ich mir immer, oh mein Gott. Aber mal gucken, ich mache es jetzt ja nicht nach jedem Reiter. Wenn ich so sehe, da hängt der Schlamm schon drauf, muss der oberflächlich schnell runter. Und das will ich mit denen mal probieren. Neue Handschuhe habe ich mir auch gekauft. Die sehen jetzt zwar nicht mehr so neu aus, aber das sind die Winterreithandschuhe vom Mountain Horse. Und ich bin gespannt. Bis jetzt finde ich sie ganz gut. Ich bin ungefähr dreimal mit denen geritten. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber auf jeden Fall habe ich warme Hände und ich finde, dass man in denen auch ganz gut greifen kann. I'll sleep like a child unsettled. Wristless to the breast and nozzle. I'd hold my breath until my face it turns blue. I'd hold out death until my time here's through. Didn't I say it was all or nothing? I'm an island boy in the city running. Ich sitze jetzt gerade wieder im Auto und werde die Rückfahrt nutzen, um nochmal ein paar von euren Fragen zu beantworten. Ich bin gefragt worden, und zwar von Verena, ob ich mein Pferd in die Winterpause schicke. Das machen ja einige Pferdebesitzer, dass sie ihre Pferde über den Winter wegstellen. Gerade mit Jungpferden wird das ja auch gerne gemacht. Und bei uns war das so, ich habe sie letztes Jahr im Oktober gekauft und die ersten Monate habe ich eigentlich mit ihr mit Bodenarbeit begonnen über den Winter. Das passte so ganz gut. Wir haben uns dann so kennengelernt bei der Bodenarbeit und es gab ja natürlich auch im letzten Winter Phasen, wo es mal sehr, sehr gefroren war. Das heißt also, sie stand letztes Jahr auch nicht in der Winterpause, sondern wir haben uns kennengelernt und haben tolle Sachen gemacht. Natürlich bin ich sie auch geritten, aber wie man eben auch so ein junges Pferd reitet, reiten, Pause, sacken lassen, dazulernen, wieder was Neues machen, mal Pause machen. Und ich kann schon sagen, dass ich mein Pferd oft arbeite, aber ich arbeite sie auch oft vom Boden aus und wir machen ganz viel Geländetraining, eben auch Bodenarbeit im Gelände. Das finde ich eben total schön für ein Jungpferd. Da hat man halt so zwei Sachen kombiniert. Die Pferde lernen sich auch im Gelände so ein bisschen zu konzentrieren und ich finde Bodenarbeit im Gelände, das macht meinem Pferd total Spaß. Also auf dem Eck machen wir das ja auch viel, weil wir haben keinen Round Pen. Bei uns im Gelände liegen auch immer mal wieder Sachen rum, das finde ich auch toll, wo man die Pferde rübersteigen lassen kann oder auch Fahrzeuge eben, die im Wald mal rumfahren. Kindergartenwaldgruppen, die alle leuchtend angezogen sind und das finde ich immer so eine ganz schöne Übung. Und es geht, glaube ich, nicht vielen so, aber mir geht es so, dass ich jetzt eigentlich den Herbst-Winter, so was das Reiten anbelangt, ganz schön finde. Es sei denn, es ist wirklich Mistwetter, aber sonst merke ich, mein Islandpferd ist super drauf. Die hat richtig Bock, sich zu bewegen. Klar, das sind natürlich Temperaturen, die es gerne hat und hat so ein schönes, plüschiges Fell und ist für alle Wetterlagen gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich jetzt total gerne bewegen möchte. Also sie ist motiviert wie nie und deswegen werden wir gucken, ob wir den Winter durchreiten. Aber ich denke schon. Ist das Wetter sehr unbeständig. Regen, Sturm, Sonne, keine Ahnung. Und dann muss man wieder das nehmen, was eben so kommt wettertechnisch. Aber wahrscheinlich kennen das viele Reiter. Das Wetter hat man irgendwie nicht so wirklich im Griff. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch da, wenn es so ist. Das würde mich super freuen. Und den letzten Stall-Vlog, den habe ich euch, wie heißt das Ding nochmal? Den habe ich euch in die Infobox getan. Oh Gott. Also klickt euch für den letzten Stallvlog in die Infobox. Und ja, ich verabschiede mich von euch für heute. Und wir sehen uns bald. Also macht's gut und tschüss.